Fast schon romantisch liegt die Flüchtlingsunterkunft im Hafen des Hamburger Stadtteils Harburg. Rund 200 Menschen sind hier untergebracht, ich darf einen Blick hineinwerfen. Transit heißt das Schiff, nur auf Durchreise ist auch Familie Nazari aus Afghanistan, so hoffen sie zumindest. Seit einer Woche sind sie hier, leben zu viert auf ein paar Quadratmetern. Küche, Dusche, WC, all das müssen sie mit anderen teilen. Doch der Bedrohung durch die Taliban entkommen zu sein, zählt mehr als alles andere. Wir wohnen hier schon ziemlich beengt, erzählt mir Vater Zakir Ali, aber wir hoffen bald eine eigene, größere Wohnung zu finden. Die Menschen hier sind dankbar für das, was sie bekommen. Woran es aber fehlt, das sind oft Kommunikationsmöglichkeiten mit der Heimat, vor allem WLAN. Er wollte das ändern. Matthias Marx hat überall auf dem Schiff Router angebracht. Sein Ziel, drahtloses Internet für alle und zwar kostenlos. Der Informatikstudent gehört zu einer Gruppe, die sich Freifunker nennt und nun auch Flüchtlingen hilft. Sie kommen häufig mit einem Smartphone hierher, das heißt ein bisschen WLAN-fähige Technik haben sie. Gleichzeitig können sich die Flüchtlinge teure Verträge nicht unbedingt leisten. In der Anfangszeit können sie Verträge auch gar nicht unterschreiben, weil sie hier keinen Wohnsitz haben. Ich habe ganz persönlich natürlich auch den Spaß an der Technik, aber gleichzeitig ist es schön, vielen Leuten auf einmal so einfach helfen zu können. Ganz in der Nähe liegt der Internetanschluss in einem Kulturverein. Von hier aus wird gefunkt. Die Router hat die Stadt finanziert. Matthias Marx überprüft die Signalstärke. In den nächsten Wochen will er die Datenraten verbessern, für ein noch stabileres Netz sorgen. Wie wichtig sein Engagement ist, das ahnt er, wenn er von den Schicksalen der Menschen erfährt. Ich habe mit einem gesprochen, der musste mit ansehen, wie seine halbe Familie erschossen worden ist und dann ist er selbst geflohen. Und ja, sowas ist schwer vorstellbar, wenn man in Westeuropa aufgewachsen ist. Über Freifunk können auch die Nazaris jetzt Kontakt halten mit der Heimat. Der Bruder des Vaters versteckt sich in Afghanistan. Die Taliban verfolgen ihn, er muss um sein Leben fürchten. Umso wichtiger ist jedes kurze Skype-Gespräch, jede Nachricht, es geht ihm gut. Es ist sehr wichtig für uns, mit der Familie in Kontakt zu bleiben. Wenn ich sehe, dass es meinem Bruder gut geht, dann fühle auch ich mich besser. Die Situation ist aber weiterhin schlimm und manchmal verliere ich die Hoffnung, dass mein Bruder es schaffen wird. Irgendwie wollen sie ihn nach Deutschland holen. Vielleicht kann das Netz helfen, Grenzen zu überwinden. Nicht nur der so wichtige Kontakt mit der Heimat ist für die Flüchtlinge auf dem Schiff jetzt möglich. Über das Internet können sie Online-Sprachkurse machen, sich in der neuen Stadt zurechtfinden und Kontakt zu den deutschen Behörden finden. Auch wenn die Geschichten der Flüchtlinge oft dramatisch sind, viele hoffen auf ein neues, besseres Leben und auf Menschen wie die Freifunker, die ihnen dabei helfen.